Moin Leute, was geht ab und hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Team Millennium Kanal. Und heute ist es soweit. Wir hatten ja das Gewinnspiel gehabt mit dem KingScore Display und es ist Sonntag und die Auslosung findet heute statt. Ich bin auf jeden Fall mega, mega dankbar dafür. Wir haben jetzt 132 Abonnenten, habe ich gar nicht damit gerechnet. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr geil. Auf jeden Fall danke dafür. Und ich habe euch auf jeden Fall deswegen, wegen eurem Support, habe ich für nächste Woche habe ich eine Überraschung geplant. Das kommt auch noch. Aber heute machen wir das erstmal mit dem Gewinnspiel. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir sehen, weil ihr wisst ja, die Götterkarten sind ja noch drin. Und das ist ja unsere Chase, ist das, was wir heute für euch sehen wollen. Oder was ich für euch sehen möchte am besten. Und wie immer nicht vergessen, falls ihr neu seid, liken, abonnieren und kommentieren. Oh, das würde mir sehr, sehr helfen, besonders für YouTube-Algorithmus, ihr kennt ja, wie das funktioniert. Und in dem Sinne, ich würde mal sagen, let's go! So, wir sind wieder da. Ihr seht, da ist das Display. Noch verschlossen. Hier sind die Namen. Heute hilft wieder meine Freundin. Sie sitzt hier links von mir. Sie hat auch einen Namen aufgeschrieben. Ich bin mal gespannt, ob ich den lesen kann. Weil die Schrift, naja, geht so, ne? Und als Unterstützung haben wir die Götterkarten hier am Start. Weil wir wollen die ja heute sehen. In Pharaoh Millennium Rare oder Ultra Rare eigentlich. Und ja, die sind da, um uns Unterstützung zu geben. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Und ich werde das so machen, ich ziehe einfach einen Namen raus, so genau, und dann werde ich einen Booster aufmachen und dann schauen wir mal, wer was gewonnen hat. Also es wird insgesamt 24 Gewinner geben. Also, machen wir es auf. So, nicht vergessen, nicht mit Messer spielen. Ich habe selber noch nicht aufgemacht, also mein Display steht ja auch noch hier. Das heißt, ich wollte erstmal für euch einfach aufmachen. Sieht so geil aus. Ich hole die erstmal alle raus. Bisschen hier. Bisschen mischen. So. Dann nehme ich den wieder zurück. Packe ich mal hier linke Seite. Und so. So sollte es passen. Und ich würde sagen, wir fangen mal einfach mal an. Mit dem ersten Namen, was wir hier sehen. Bin sehr, sehr gespannt. So. Da bist du. Fangen wir mal an. Ray. Das ist unser erster Gewinner. Der hat tatsächlich sogar am Freitag kommentiert. Das heißt, der letzte Tag von dem Gewinnspiel. So, Ray. Mal gucken, was wir heute für dich ziehen. Da muss man noch keinen Kartentrick machen. Die letzte Karte ist die quasi gute Karte. Und gucken wir mal. King's Knight, Jack's Knight und ein Super Rare. Aber ich feiere das. King's Knight und Jack's Knight. Ist einfach geil. Die Karten sind so Oldschool-Karten. So, herzlichen Glückwunsch. Und wir machen hier weiter. Machen so, bisschen so und ziehen wir einen raus. Der nächste Gewinner oder die nächste Gewinnerin ist, boom, Turkish Samurai. Bro, er ist auch einer meiner ersten Followers. Was geht, was geht? Dann wollen wir mal was Cooles für dich sehen. So. Leo Arms. Gravekeeper Spy. The Wicked Avatar. Man kann gar nicht den Namen sehen. Cloud Castle. Pendulum Transfer und Utopia. Das ist auch da drinne. Geil. Ich dachte, das ist die letzte Karte. Okay, Magnet Induction. Sorry. Ich habe kurz gedacht, wir haben den Utopia in Ultra Rare gezogen. Das wäre wild gewesen. Aber, ey, trotzdem geile Karten. Die Leute, die gewonnen haben, auf jeden Fall einfach bei mir auf Instagram einfach eine Nachricht schreiben. Ich werde das in Videobeschreibung reinschreiben. Und einfach da schreiben mit einem Screenshot von eurem YouTube-Channel.
Und dann könnt ihr mir eure Adresse schicken, dann schicke ich euch die Karten zu. Wenn ihr die Karten nicht wollt, sagt mir auch bitte Bescheid, damit ich weiß, okay, diese Person möchte die Karten nicht. Und damit ich weiß, okay, dann muss ich das nicht verschicken. So, habe ich zwei gezogen? Okay, ich habe zwei gezogen. Dann fangen wir damit an. HS Güne Yabi. Schöne Schrift. Finde ich super. So. Machen wir hier weiter. So, was haben wir hier? Arcana Extra Joker. Queen's Knight und Court of Cards. Leider auch ein Super Rare. So. Achso, ja. Nächste Gewinner, Gewinnerin ist Schmitzel. Wie Schnitzel, nur mit M. Also ihr seid wirklich, das muss ich einfach sagen, ihr seid wirklich sehr, sehr kreativ, was Namen angeht. Weil als wir gestern den Namen aufgeschrieben haben, ist meine Freundin, das war schon ziemlich witzig. Arcana Extra Joker. Ja, wie oft kriegen wir den? Arcana Night Joker, oh geil. Solga the Prophet. Reinforcement of the Army. The Wicked Eraser. Und Imperial Bower. Nice. Erste Ultra Rare, was wir bekommen haben. Geil. Herzlichen Glückwunsch, Schmitzel. Dann machen wir hier wieder weiter. Erste Ultra Rare ist raus. Und wir ziehen einfach den da. Wer ist das? Wer ist das? VEG Schluggers. Boah, okay. Gucken wir mal, was Geiles für dich ziehen kann. Cloud Castle. Dawn Fusion. Pot of Duality. Jack's Knight. Queen's Knight. Und Crystal Girl. Leider nur in Super Rare, aber trotzdem haben wir zwei geile King's Knight und Queen's Knight bekommen. Die sind richtig geil. Und die feiere ich auf jeden Fall. Collector Rares, die sehen auch sehr, sehr geil aus. So, Booster zur Seite. Hier. Nächste Gewinner. Auf jeden Fall, wie gesagt, als Dankeschön für eure Support, dass wir hier 132 Follower gekriegt haben. Gibt es nächste Woche auf jeden Fall eine Überraschung für euch. Ich verrate nicht viel, aber das wird geil. Da haben wir bakalnu-de. Ist das Bakalnu? Ja, ne? Ja. Super. So, Bakalnu, mal gucken, was wir für dich ziehen können. Utopia, Arcana Extra Joker, Golden Eyes Idol, Arcana Night Joker, Infinite Cards, Eternal Bound und Number 49 Fortune Tune. Das ist ein Vogel. Ja, das ist ein Vogel. Okay. Nicht so süß, glaube ich, oder? Oder findest du es nicht süß? Nee, aber das Flügel ist cool. Ja? Okay, kannst du aber nicht haben. Nee. Wenn ich bei mir ziehe, kannst du den haben. So, dann machen wir weiter und wir haben The Chosen One. Miran Jüsse. Ich glaube ja. Okay. Miran. Da bin ich mal gespannt, was du hier siehst. So. Pendulum XZ. Unexpected Die. Majestic Dragon. Wind of Arsenal. Dozing Fusion. Number 39, Utopia Ray und Super Ray. Schade. Aber die Utopia-Karten sehen ziemlich geil aus. Da sind noch zwei runtergefallen. Okay. Okay, die sind runtergefallen, habe ich gerade nicht gemerkt. Wir machen damit weiter. Dann sind das die zwei. So. Ich muss ein bisschen kurz... Schon, ich habe mich impfen lassen und mein linkes Arm ist einfach
ist so gerade richtig kaputt. Ich kann die so lange hier nach vorne halten. So. Der nächste Gewinner ist Befo Shorts. Ich glaube, der hat letztes Mal auch was gewonnen. Der Junge. Was ist los mit ihm? So, Befo. Für dich. Utopia. The Wicked Eraser. Dowsing Fusion. The Warrior Returning Alive. Pendulum XZ. ZW Tornado Bringer und. Ja, so, super rare. Und die nächste Person. Bumm. K. Schöne. Schöne. Okay. Nächste. Ey Leute, wir haben bis jetzt nur ein einziger Ultra Rare gezogen. Dann gucken wir mal, was wir für Kashi. Boom! Nächste Ultra. Was? Wir haben den gleichen Ultra Rare wieder gezogen. Okay, das ist heftig. Das ist witzig. Auch ein bisschen unlucky. Ist das der hier? Ja, ist genau der hier. Ja. Imperial Bower. Kashi-ne. That's for you. Das ist eigentlich voll schade, dass man den gleichen gezogen hat. Ich hätte gerne mal was anderes gesehen. Aber naja. Vielleicht kommt das noch. Mal gucken. Wir wollen ja sowieso hier die Götterkarten haben. Das ist ja das, was wir haben wollen. Aber. So, nächste Person ist Samurai-867. Bro. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, du gehörst auch zu meinen neuen Abonnenten. Okay. Der Pack will nicht aufgehen. Es ist ein gutes Zeichen. Okay, jetzt. Sonst wollte er komplett kaputt gehen. Und wir haben Arcana Knight Joker, Pot of Duality, Infinite Cards, Rescue Rabbit. Guck, das findest du bestimmt witzig. Ja, das ist witzig. Das ist süß, ne? So, Eternal Bound, The Warrior Returning Alive und wieder den Vogel. Alles klar. Dieser Rabbit gibt es auch im Collector Rares. Die sieht auch richtig geil aus, eigentlich im Collector Rares. So, nächste. Oh, der hat einen Walkie-Talkie. Okay, ich habe zwei wieder in der Hand. Der hat einen Walkie-Talkie. Der hat einen Walkie-Talkie. Der bei ihm läuft. So, die erste Person ist Tom Teichert. Herzlichen Glückwunsch. Und es geht hier weiter. Warum gehen die so schwer auf? Okay, machen wir so. Rescue Rabbit. Eternal Bound. Golden Eyes Idol. Unexpected Die, der Typ, Utopia und Magnet Induction. Schade, 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 schade. So, weiter geht's. Der ist heftig. Emilio, Emilio. Ja, davon haben wir, glaube ich, 6-mal gezogen, das Ding. Emilio, Emilio. Bis die nächste Person. Und machen wir das jetzt hier so auf. Die Karte holen wir raus. The Wicked Dreadroot, Leo Arms, Zorga the Prophet, Eternal Bound, Tides of the Engvas, King's Knight und Magnet Induction. Damn, Junge, wo sind die guten Karten hier? Nächste Person. In 2 Wochen ungefähr kommt auch wieder Videos mit Janni. Ist der Musik gefallen? Nein. Kommen Videos mit Janni. Oh, weil er ist jetzt im Urlaub und chillt erstmal und dann kommen wir zurück. Dann nehmen wir wieder alles auseinander. Ein paar Ghost Racine, ihr wisst Bescheid. Und nächster Gewinner ist Alexander. Alexander der Große. So. Dann Alexander, dann wollen wir mal für dich hier die Götterkarten ziehen. The Wicked Avatar, Utopia Future, Converging Wishes, Eagle Claw, King's Knight, Pendulum Transfer und White Rose. Ja, schade. Wenn der Name glitzert on das Bild, ist es ein Ultra Rare, genauso wie die anderen zwei, die ich im Steep gepackt habe. Okay. So, nächste. Achso, der wollte unbedingt raus. Alles klar, dann nehmen wir dich. Cryptic CHMPZ. Okay, Bro. Das ist dein Pack. Dann wollen wir mal sehen,
Rescue Rabbit, Topia Future, Ultimate Shield, Converting Wishes, Eagle Claw und Face Card Fusion. Schade. Schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr denkt, dass wir aus den letzten 10 Packs sind, das, ob wir noch ein Collector Rare sehen. Expulso. Ich nehme hier den Artwork. Und weiter geht's. Arcana Night Joker, Stardust, The Warrior Returning Alive, Tornado, Utopia Rare, Majestic Dragon und Face Card Fusion. Leider auch kein Super Rare. Machen wir so. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal... Okay, der wollte unbedingt raus, habt ihr gesehen. Und wir nehmen noch eine Person auch noch raus. Dann haben wir das zwei. Da ist noch einer. Aua. Und... Oh Leute, da ist auch noch einer. Tja, Triple. Da sind Triple. Wir fangen von rechts an. Emre Gamer. Emre, Bro. It's your time. That's your booster. Dann wollen wir mal sehen. King's Knight. Jack's Knight. The Wicked Eraser. Reinforcement of the Army. Gravekeeper Spy. Converging Wishes. Und Rose Princess. Tja, da ist eine Prinzessin. Da. Die nächste Person ist Mo. Mo. It's your turn. Dann haben wir Pendulum Transfer, Reinforcement of the Army, The Wicked Eraser, Stardust, Eternal Bond, Golden E und Rose Princess. Schon wieder die Prinzessin. Die nächste Person. Bumm. Die heißt Shizuku. Shizuku. Also rein theoretisch muss noch ein Ultra Rare noch drin sein und hoffentlich ein Collector Rare. Und manchmal nimmt der die Götterkarte den Ultra Rare Platz. Haben wir auch kein Problem damit, weil das ist ja das, was wir sehen wollen. Und Joker Wilds. Schade. Weiter geht's. Und bumm. Was ich unfair finde, die Amerikaner haben die Secret Rare Version von den Götterkarten in diesem Set. Und wir haben die Ultra Rare. Der ist halt ziemlich schwach eigentlich. Und Izuku Midoriya. Da ist ja My Hero Academia Fan am Start. Geile Serie. Season 5 ist ja bald draußen. Beziehungsweise ist es draußen. Die letzte Folgen laufen gerade. Topic Future. Polymy M7. Golden Eyes Idol. Zolga the Prophet. Queen's Knight. Stardust. Und Magnet Induction. Diese Magnet Induction, was will er denn von uns? Meine Fresse. Das ist ja 7-mal haben wir das Ding, glaube ich, gezogen. So, weiter geht's. Weiter geht's weiter. Es wird noch ein heftiges Hit hier geben. Ich fühle das. Fnatic XXX. Ey, ich glaube, er war mein 6. oder 7. Abonnent, als ich den Channel angefangen habe. Das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Bro, seid ihr gegönnt für deinen Support in den letzten 2 Monaten. Und Hyper Galaxy. Super Rare. Weiter geht's. Wir haben nur noch 4 Packs. 4 Packs. So, was wir sehen hier. Und wir haben... Kannst du das mal bitte lesen? BIDYCH2. Ach so, BIDYCH2. Ja, okay, jetzt kann ich mich an seinen Kommentar. Das ist BIDYCH2. Du kannst nicht mal deine eigene Schrift lesen. Wie soll ich das denn machen? Ich kann das lesen, ich kann dann das Video aussprechen. So, Betty. Leo Arms. Zenmoa. M7. Wicked Avatar, der Typ schon wieder, Arcana Joker und Super Rare.
Schade. Tja, da sind nur noch 3 Booster. Von jeder Artwork 1 ist noch übrig. Und dann ziehen wir mal 1, 2, 3 hast du gerade. Habe ich schon 3? Okay. Ich habe gar nicht gesehen. Schön, dass du aufpasst. Ja, ne? So, dann machen wir so, so. Und das machen wir erstmal auf. Wir haben Le Chef. Le Chef. Français. Okay. Chef. Das sind für dich Jack's Knight, Unspected Die, Arcana Knight, Joker, Wicked, Infinite Cards und Thunderspeed Summon. Ey, krass, eine von den zwei. Eigentlich muss ein Ultra Rare drin sein. Wir nehmen den. Wen haben wir da? Kohlrabi. 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 Du machst da so zwei Wörter drauf. Nein, Kohlrabi. Lass mich. So, Kohlrabi. Dann ziehen wir was Heftiges für dich. Hoffentlich. Und Ultra Rare Joker Stray. Bitteschön. Sehr gerne. Kein Problem. Hab ich gern gemacht. Bedanken kannst du dich später. Nein, Spaß. So, bitteschön. Das ist dein Ultra Rare. Und das ist die Alexander Palkovic. Da? Alexander, willst du hier Geschichte schreiben in unsere Gewinnspielserie und ziehst du noch hier eine Götterkarte? Das werden wir gleich sehen. Oder ein Collector Rare. I refuse to lose. Ist ein Super Rare. Schade. Aber wir haben auf jeden Fall richtig geile Ultra Rares gezogen. Das ist auch richtig. So, das ist auch das, was übrig bleibt. So, Leute. Das war's auch mit diesem Gewinnspiel. Für die Leute, die es nicht, die nicht gewonnen haben, auf jeden Fall nicht traurig sein, weil nächste Woche, wie ich schon gesagt habe, gibt es sowieso eine Überraschung. Und wir machen sowieso jedes Mal ein Gewinnspiel, wenn ein neues Display rauskommt. Das heißt, nächsten Monat am 8. glaube ich, kommt da Dawn of Majesty raus, wenn ich mich nicht täusche. Und da gibt es wieder ein Gewinnspiel. Das heißt, man kann immer wieder hier was gewinnen. Und ich werde mal gucken, dass ich auch für nächste Woche das Video fertig mache und dann werdet ihr sehen, was auf euch wartet und was mein Dankeschön quasi an euch ist, dass ihr mich so heftig supportet habt mit 132 Followers. Ich bin super dankbar und ich hoffe, dass das Video hat euch gefallen. Nicht vergessen, liken, abonnieren, Glocke aktivieren und die Leute, die gewonnen haben, herzlichen Glückwunsch. Schreibt mir einfach auf Instagram, ich werde das da unten in der Beschreibung packen. In dem Sinne wünsche ich noch einen schönen Sonntag und Peace.